Ihr seht hier das Nokia C5 und ich zeige euch die Bedienung von diesem Gerät einmal genauer. Ich werde das Gerät dafür einmal starten, dazu drücke ich hier lange auf diesen roten Knopf. Jetzt hat das Gerät vibriert, gab mir also so ein kleines Feedback und ich weiß, dass das Gerät hochfährt und wir warten einfach mal ab, wie lange das dauert. Wir haben hier ein 2,2 Zoll TFT Display, außerdem eine Auflösung von 320x240 Pixel und das Gerät hat 16,7 Millionen Farben. Auf dem Nokia C5 ist das Betriebssystem Symbian S60 in der Version 3.2 installiert. So, jetzt ist das Gerät hochgefahren, es hat circa 20 Sekunden gedauert, leider flimmert das Display ein wenig, aber ich hoffe, es geht trotzdem. Wir schauen uns jetzt erstmal den Homescreen an, da sehen wir, dass wir hier verschiedene Icons drauf haben. Wir haben hier die Uhrzeit, Datum natürlich und dann haben wir hier Kontakte, E-Mail und Kalender. Außerdem haben wir hier so 6 weitere Apps, Kamera, Nachrichten. Dann haben wir hier die Uhrzeit, Navigation, Chat und Ovi Store. Ja, diesen Homescreen kann man sich individuell einstellen. Das heißt, man kann sich seine Apps so anordnen, wie man möchte. Man kann hier Kontakte hinzufügen als Favoriten, also die Kontakte, die man am liebsten immer auf dem Homescreen haben möchte. Und man navigiert sich mit dieser 4-Wege-Wippe durch dieses Menü, wie man hier sehen kann. Da kann man hier den Kontakt aufrufen, den Kalender, E-Mails, das funktioniert über Push-E-Mail. Dann können wir hier Kamera, Nachrichten und so weiter, können wir hier hin und her springen. Wenn wir das Ganze dann starten möchten, einfach einmal in die Mitte drücken und dann öffnet sich das Programm. Ja, was finden wir noch? Wir finden hier das Menü. Wenn ich hier links drauf drücke, starten sich all unsere Programme. Natürlich kann ich auch hier auf dieses Home-Symbol drücken. Da komme ich dann zu unserem Programm und wieder zurück zum Home-Bildschirm. Also da kann man immer hin und her springen. Auf der rechten Seite finden wir hier unsere Kontakte. Wenn ich da einmal drauf drücke, dann wäre hier unser Telefonbuch abgespeichert. Dann haben wir hier unseren Ovi-Chat und können hier nochmal Gruppen einrichten. Also hier finden wir all unsere Kontakte und können direkt auf Zugreifen und Anrufen. Hier haben wir das C, das steht für Entfernen, also das heißt, wenn man etwas schreibt, kann man mit C immer wieder löschen. Wir haben hier den grünen Hörer, um anzurufen, Anrufe entgegenzunehmen und wenn wir hier drauf drücken, finden wir hier unsere Anrufslisten. Auf Rot, wie man gesehen hat, kommt man immer wieder zurück. Außerdem, wenn ich einmal kurz drauf drücke, kann man das Gerät abschalten bzw. das Profil wechseln. Wenn ich angerufen werde, kann ich damit das Telefonat ablehnen. Ja, wir haben hier außerdem ein ganz normales Ziffernblatt. Die Tasten sind sehr, sehr groß. Und wir schauen uns einmal die Programme genauer an. Ich gehe jetzt auf dieses Menü und das sind unsere Programme. Hier finden wir unseren Kalender. Auch wieder hier sind die Kontakte. Protokoll haben wir hier. Internet, Mitteilung. Dann haben wir eine Galerie. Ovi Store, um weitere Anwendungen, Musik und so weiter von Nokia Store herunterzuladen. Wir haben Karten für Navigation, Kamera, Einstellungen, Hilfe, Programme und dann finden wir Konfiguration. Wir schauen uns noch einmal die Programme an. Hier finden wir dann Installation, Uhr, Chat, dann haben wir Ovi Musik, Player, Spiele, Radio, Office, Facebook und dann haben wir sogar Kontakte hier wieder, E-Mail und so weiter und so fort, GPS-Daten kann man hier suchen, Aufnahme, Real Player, also hier findet man einiges, YouTube sogar, dann haben wir Friendster, also das Gerät ist doch mit einigen Funktionen ausgestattet, auch um Internet zu nutzen, wenn man das in seinem Vertrag mit eingebunden hat, dann kann man hier sogar mit diesem ganz gewöhnlichen Nokia Facebook und so weiter nutzen. Ja, wir schauen uns nochmal das Menü an. Wenn man dieses nämlich verändern möchte, dann hat man die Möglichkeit, hier auf Optionen zu drücken und wir können unsere Menüansicht ändern. Da haben wir jetzt eine Listenansicht, das sieht dann so aus. Wir können auch eine Hufeisenansicht machen. Da scrollt man sich dann so durch die Programme. Und wir finden außerdem noch eine V-Form, da sieht das Ganze dann so aus. Also das kann man sich einstellen, wie man möchte. Wenn man dieses ganz normale Raster-Menü hat, dann haben wir hier auch die Möglichkeit, Programme zu verschieben. Also wenn ich sage, Mitteilung soll hierhin und Musik soll oder Galerie soll zum Beispiel unten hin. Das hat jetzt nicht funktioniert. Wenn ich jetzt versuche, ich das nochmal hier zu tauschen. Und dann kann man die Symbole so hin und her tauschen, wie man möchte.
Ja, zur Haptik, das Gerät, das hat wirklich eine sehr gute Haptik. Die Buttons sind sehr groß, die Knöpfe hier, also der Druckpunkt ist auch sehr gut. Das funktioniert sehr gut, das ist auch sehr schön. Wie gesagt, das Gerät fühlt sich gut an, es liegt gut in der Hand, ist nun mal sehr schmal und wir versuchen deswegen auch einmal eine SMS zu schreiben. Ich gehe nochmal ins Menü, drücke auf Mitteilung, neue Mitteilung und werde dann eine Mitteilung schreiben. Hier oben kann man jetzt erstmal den Empfänger anhängen oder hinzufügen. Und wenn wir nach unten gehen, können wir eine Nachricht schreiben. Und wie gesagt, der Druckpunkt ist wirklich sehr gut. Hier mit C kann ich löschen, wie ich schon gesagt habe. Und das funktioniert sehr gut. Also das Schreiben ist sehr, sehr einfach, wie man es von Nokia-Geräten kennt. Das ist wie gesagt eine ganz normale Telefontastatur. Man kann jetzt auch eine Eingabehilfe einstellen. Wenn man hier auf Optionen drückt, dann haben wir hier irgendwo die Möglichkeit, Mitteilungs-Eingabeoptionen zu verändern und dann können wir eine Worterkennung aktivieren und so weiter und so fort. Wir haben außerdem die Möglichkeit, Inhalte hinzuzufügen, das heißt Bilder anhängen und so weiter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel lange auf das Sternchen drücken, dann können wir weiter Symbole anhängen, in den Zahlenmodus wechseln. Hier haben wir auch die Eingabeoptionen, kopieren, ausschneiden und so weiter und so fort. Also so viel erstmal zur Bedienung. Wie ihr gesehen habt, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Die Handhabung ist sehr einfach, die Menüführung ist sehr einfach. Also man kann hier jetzt natürlich auch nicht sehr viel von dem Gerät erwarten, aber für den Preis 120 Euro bietet das Gerät einiges. Wir haben eine einfache Menüführung, man hat trotzdem die Möglichkeit, sein Gerät zu individualisieren. Also ich hoffe, das hat euch erstmal einen Eindruck gegeben.